Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind zurück, die Doppel-Ds aus dem Doppel-B, zu einer weiteren Infofolge und es ist viel zu früh. Ja, es ist viel zu früh. Ihr seht, wir sind beide super müde. Ist gar nicht so. Auge, Augenringe on point, würde ich behaupten. Haben wir einen kalten Löffel vielleicht im Kühlschrank? Naja, brauchen wir nicht. Wir geben jetzt ein bisschen Gas. Wir haben neue Neuigkeiten, bzw. der Daniel informiert uns. Ich habe Bock, ich habe ein bisschen was gesehen. Ich hab was gesehen. Daniel, leg einfach los. Ich habe was gesehen. Also, fangen wir mit den, ich sag mal, vielleicht sollte man die Szene wechseln und dann das zeigen, was ich zeigen will. Zeig mal. So, also, Dragonite V-Box kommt raus. Oh ja. Yeah. Macht der Fistbump, Alter. Fistbump macht er. Yes, yes. Am 24. September zu Drachenwandel wird es eine Traugran V-Box geben. Ne? Ein schönes, ein absolut geiles Produkt. Oh ja, hab ich voll Bock. Ja, also. Der Evil Blick und dann macht er noch die Fistbump. Cooles Traugran, passend zu der Drache. Drachenwandel, Traugran. Ja, ja. Sehr gute Wahl, finde ich. Sehr, sehr gut. Sieht halt da gefällt geil aus, aber. Mega. Was hat sie denn im Blick? Ich gehöre zu der ersten 150 in ihr Net. Boom. Also, was haben wir drin? Wahrscheinlich vermutlich zwei Drachenwandel und dann könnte man sich, das sieht aus wie Despotar hinten, also ja. Wirklich dann Battle Styles. Ja, vermutlich Sun and Moon Base oder halt dein Lieblingsset Clash der Rebelle. Clash der Rebelle vermutlich, ja. Kurzer naja. Fun Fact, als der Ramon mir die Woche die Sache gebracht hat. Ja, von wem das kam? Von dir. Ja, okay, gut, weiter geht's. Ich hab voll Bock. Ja. Mach bitte die Karten nochmal so. Groß, ohne. Und die Karten natürlich. Die groß. Oh, sehr, sehr oh, gerne. Ja, Alter, das ist eine sau nice Karte. Dragon Punch. Find ich so cool. Das war Numero Uno. Numero Dos. Uff. Darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viel erzählt, tatsächlich. Oh. Aber. Oh. Wie ihr schon bereits bei anderen gesehen habt, gibt es ja Union-Karten. Union bestehen aus vier Teilen. Exodia-like, nur dass ein Kopf fehlt oder ein Bein oder wie auch immer. Und ja, wir bekommen die Karte, wir bekommen die Boxen genauso wie in Japan. Also die Union-Karten werden alle in Collectors Edition oder Special Collections rausgebracht. Wird es dann so sein, sorry, dass ich so krass ins Fußball, dass du die nur spielst, wenn hat jede Karte seine eigene Fähigkeit und zusammen hängt sie noch any. Ist es wirklich also, so Exodia-like oder? Also, kurze Erklärung, wie das im Spiel funktioniert. Ne, du hast quasi, der Grand Ninja V ist eine einzige Karte. Aha, deswegen kannst du nur die Karte als eine Karte spielen. Du musst also alle vier auf der Hand haben, um sie zu spielen. Nein, du musst quasi alle Teile dieser Karte im Ablagestapel haben und dann darfst du den aus dem Ablagestapel auf der Bank legen, als ein Pokémon. Hast halt so Karto liege. Okay, kapiert. Ist tatsächlich bei Greninja, also bei Quajutsu, denke ich sogar, dass die sehr gut werden kann. Weil es halt aber der Wasser ist, ne? Weil es Wasser ist und Wasser die Fähigkeiten gar nicht so schlecht sind von denen, ne? Im Englischen haben wir hier Evolving Skies, Chilling Rain, Vivid Voltage und das sieht aus wie Battle Styles. Zumindest steht da BA, das könnte Battle Styles sein. Ob die jetzt halt nur vier Booster haben oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber sieht zumindest mal stark danach aus. Ja, da haben wir drei verschiedene. Drei. Und wir bekommen ein viertes Pikachu. Das ist ja schon in Celebrations gespoilert worden. Ja, genau. Ja, also wir haben Greninja als erster, Mewtwo als zweiter. Stell ich mir die Union-Karte in so einem kleinen Vier-Pocket-Binder. Genau, ziemlich cool. Das wäre halt richtig cool. Ne? Ja. Zum Glück habe ich da noch einen leeren, Heiko. Also, wir haben Quajutsu, wir haben Mewtwo und wir haben Seishin. Seishin, ja. Nice. Bin halt gespannt, ob sie das durchsetzen, ob das dann so eine neue Art von Karte bleibt oder ob die im ersten Satz dann, das kommt, Rückmeldung also war nicht so hart, aber. Ich glaube, das kommt bei denen tatsächlich auf die Spieler an, wie sehr die Impact ins Spiel finden, ob die dann nochmal eine neue Union-Karte entwickeln oder nicht. Weil ich meine, beispielsweise die Tag-Team-Karte haben sich 8 durchgezogen bis zum Schluss von Schwert und Schild. Und ich könnte mir vorstellen, dass immer wieder mal eine neue Union-Karte dazukommt, weil das jetzt dieses neue. Sun and Moon. Hat mit bei Tag-Team stimmt, ich habe Schwert und Schild gesagt. Nee, Sun and Moon natürlich. Sorry. Gut. Könnte ich mir vorstellen, würde ich nicht schlecht finden, ach, aus Spielersicht. Dass du halt GX und Tag Team gab es ja und bei uns gab es jetzt VMAX und dann Union als Pendant dazu, weil sie sind ungefähr gleich stark. Wir werden es sehen. Finde ich nicht schlecht. Wir werden es sehen. Das war's auch, glaube ich, schon. Ja, da haben wir hinten noch die Rückseite. Was ist drin? Das sind 4 Promokarten, haben wir schon gesagt, 4 Booster und halt der Code mit der Oversize-Karte. Ja, coole Box, freut mich. Sieht echt nice aus. Bin mega gespannt, wie das sich entwickelt mit diesen Union-Karten. Hier haben wir es nochmal als Einzelstück, das ist Mewtwo.
Und hier wäre dann Station. Nice. Wobei ich Quajutsu als Artwork am coolsten finde. Ja, definitiv. Persönlich. Es ist halt einfach mal wieder Quajutsu ins Licht gerückt. Das hatten wir schon ein bisschen länger. Ja, das ist schon ganz lang nicht mehr so, dass Quajutsu irgendwo zu sehen war. Weil aus dem Fenster gelehnt. Doch, Quajutsu Zoroark als Tag Team, aber. Ja, aber jetzt, halt dass es so im Mittelpunkt steht mit der eigenen Box und so, das ist. Ja, das stimmt, das hat's nie. Gut, Gib es noch was. Gib es noch was. Yes, es gibt noch was. Jetzt kommt der spannende Teil, meiner Meinung nach. Der coole Teil, der mega absolut geile. Die haben alle Ultra Rares aus Skyscraping Perfect und Blue Sky Stream bekommen. Das bedeutet alle Ultra Rares und Secret Rares und aus Drachenwandel. Und da würde ich einfach sagen, geht er mal durch, durch die Luzi. Gehen wir mal so ganz fix einfach durch. Oh, Suicune Full Art, oh nice. Suicune Full Art ist halt schon, also ne, ich meine mittlerweile diese Farbgebung, dass es mehrere Farben auf einer Full Art gerade sind, finde ich mega gut. Also ja, das stimmt. Absolut geil. Auch dieses, was hast du gezogen, das Aquana aus Eevee Heroes mit der Blase und so, wo wir gedacht haben, das ist Alternativ-Artwork, aber war es gar nicht, weil das Alternativ liegt irgendwie so im Wasser. Aber trotzdem, finde ich gut, ne, hier hast du halt die Welle, passend zu Suicune. Warum du ein bisschen grün dabei ist, okay, vielleicht ja, nicht, aber sieht cool aus. Kontrast. Gefällt mir. Killer. So, das ist Golgantis. Ist jetzt nicht so mein Pokémon, fühle ich absolut nicht. Ja, aber es sieht okay aus. Aber genau, also no feelings. No feelings in the mind. Das ist halt ein großer Stein. So, ich glaube, jetzt kommt die alternative Artwork dazu. Und die ist halt schon cool. Die fühle ich schon ein bisschen. Die ist cool, ja. Also so ein Golgantis, das ein Haus oder irgendwas baut, wie auch immer. Ich meine, ist ein Riesending, kann halt Bäume und sowas easy betragen. Ist schon cool, aber trotzdem, ich habe halt zu dem Pokémon einfach keinen Bezug. Null, aber cool ist. Aber Artwork ist auf jeden Mega. Fall nicht schlecht. Also wenn die Karten halt immer mal so gesendet werden, wie bei deinen Dingen da. Bei deine so perfekt, wenn ja, ja, ja. ja. Und nicht so Müll, was man total was rauszieht. Gut, weiter geht's. So, dann haben wir, das ist ein Volvarok. Das müsste die Zwielichtsform sein, also das Zwischending. Das sagt dir gar nichts. Ja, es ist. Ist halt Wolf. Ist nice, aber. Finde ich, also diese Aspekte mit den Lichtschimmerpunkten da, nicht schlecht. Okay. So, ein Deponitox. Tatsächlich habe ich sehr viele Feelings mit diesem Pokémon. Ja, ich weiß, weil du es halt spielst. Weil das halt einfach ein cooles Pokémon ist und es ist halt sogar, das V-Max dazu wird sogar echt gut zum Spielen. Ups, jetzt habe ich geklaunt. Ganz schlimm. Ja, also Deponitox finde ich jetzt so als Full Art auch nicht unbedingt die besonders schönste Karte, weil es ist halt Dismissed. Ein großer Milberg raus. Urhafnir. Oh ja. Unsere Fledermaus. Da geht's ab. Drachenfledermaus. Kommt, bedeutet, dass dann jetzt kommt der. Danach kommt die Full Art. Die ich da schon direkt. Ich musste sie dir einfach zeigen. Ah, der Gotham City. Ne, also Batman Las Grüße. Was eine mega. Boah, die wird geil. Boah, die will ich haben. Das ist, ich glaube, mit für mich persönlich zweitschönste, weil ich Rayquaza das einfach noch ein bisschen geiler finde. Weil Rayquaza ist es so Shenlong-mäßig. Kommen wir gleich dazu. So ist es, ja, genau. Ja, aber das da ist mit Abstand auch eine der schöneren Karten, würde ich sagen. Definitiv, die ist auch geil. Ist richtig cool. Sollte man auf jeden Fall besitzen. Vor allem finde ich es halt interessant, dass der Name halt so in dieses Full Art mit eingebaut ist. Ne? Ich glaube, war das bei dem anderen auch so? Habe ich gar geachtet gehabt, tatsächlich. Sehen wir gleich. Gut, Gut. Brauchen wir nicht drüber reden? Ist das nicht so gelungen? Nö. Sieht aus wie besiegt gespuckt. Naja, weiter. Duraludon. Ja, aber es ist immer der Check. Also, ne, mir gefällt das Pokémon auch nicht. Ich meine, das ist ein Stahldrache, ja, okay. Ja, ne, es ist immer der Check gemacht. Die Karte ist nicht schön gemacht, nach meiner Meinung. Finde ich nicht so cool. Hm. Aber hier ist, das ist wahrscheinlich egal. Das ist das Alternativ-Artwork dazu. Das ist schon wieder nicer. Das finde ich halt cool, weil der Trainer halt neben dran sitzt in der Arena und der Pokédex und dann haben sie zusammen ein Mal. Das ist okay. Erinnert mich so ein bisschen. Das Bild könnte tatsächlich auch quasi das Stück, wo Despotar quasi im Gras irgendwo da rechts links außen sitzt oder so. Liegt am Baum. Könnte ich mir fast ziemlich gut vorstellen, weil die Atmosphäre ungefähr gleich wirkt. Ja, das ist der Trainer dazu. Ich weiß nur nicht, wie er heißt. Ich hab's vergessen. Aber es sieht evil aus. Der ist schon evil Kniebel, ja. Letzte Arena in Schwert und Schild. Nicht schlecht, der Typ. So. Weiter. Wider geht's. Eine schöne kleine Göre. Ja, ist nett. Ist nett. Ja, dann ist auch ganz nett. Ganz nett. Nachahmerin ist das, glaube ich. Zumindest sieht es so aus, weil so die Mani nachachte, Delion,
Du selbst und Hinde the Rose. Könnte Sinn, weiß ich aber nicht. So, dann kommen wir schon zu den Rainbows. Also das ist Wolverine Formax. Ist halt ein Wolf. Ist okay. Ist okay, kann man lassen. Freut mich nicht, weil es Rainbow ist. Wenn man stimmt. Sieht, aber hoffentlich jetzt halt so, das ist dann... Sieht das noch cooler aus. Unser Deponitox in Formax. Wie gesagt, ist sehr, sehr spielstark. Oder wird sehr, sehr spielstark vermutlich. Kann man sehr viel witzige Sachen damit machen. Und jetzt? Und jetzt? So, gib's bitte einfach. Gut. Reden wir nicht drüber. Das sieht schon so. Das sieht dann schon wieder geil aus. Das ist das Alternative Artwork dazu. Ne? Ein Riesenhaus irgendwo im. In nirgendwo. Sieht aus wie so Hauptzentrale von irgendeiner. Zu irgendwas, ja. Ist geil. Okay. Let's go. Do it. Dann haben wir seinen Trainer in Rainbow okay. Rare. Und. Ah, jetzt kommen die ganzen. Okay. Schön. Toll. Ja, stark. Ja, ja. Oh, das ist halt schön. Das ist wirklich schön. Das ist super schön. Also das Cresselia, ist ein nice Ding. Cresselia in Gold ist halt schon... Ich finde Cresselia an sich ein schönes Pokémon. Dann ist es sehr spielstark. Was gibt es denn noch in Gold? Was gibt es denn noch? Kleine Taucherhelm. Okay. Und das Stadion. Oh, dazu. Das ist halt... Puh. Die Stadien sind tatsächlich super schön geworden, die beiden. Also das ist schon cool. Gefällt mir sehr gut. Freue ich mich drauf. Das war's im Prinzip, glaube ich, auch schon. Das ist die Metallenergie dazu. Weil Skyscrapping und Metall. Und das war's für dieses. Okay. Skyscrapping perfekt, das war's. Aber wir haben ja noch Blue Sky Stream. Ja. Tromborg. Ja, nice. Finde ich gut. Der Geisterbaum. Dann ein Ramot. Sieht aber ganz gut aus. Gefällt mir auch. Was haben wir dann noch in Gyarados? Das ist halt nice, ne? Ne, das ist halt... Uff, das ist echt geil, Alter. Also es sind ein paar geile Karten dabei, wo das mit, was ja. einfach wieder Bock machen wird, das zu ziehen. Ja, vor allem Gyarados, ne? First Gen. Ist halt auch ein cooles Pokémon. Ist halt OG. Kommt wieder zurück. Man hat tatsächlich direkt Full Art, geiles Full Art und hat noch VMAX dazu. Also da freut man sich drauf, etwas zu ziehen. Das ist halt Meditales. Ist das halt, ist okay. Das ist in Ordnung. Und dann gibt es halt dazu halt das Alternativ-Artwork. Das Alternative ist sehr cool schon wieder. Wie sie halt auf der Klippe da rumstehen. Mensch, was ich nicht verstehe, wie kann da oben ein Austausch stehen? Das hat sich festgeklebt. Wahrscheinlich. Das wird mir jetzt erst. Ja, so sieht's aus. Ja, Meditales, also Alternativ-Artwork finde ich jetzt nicht so geil. Meiner Meinung nach. Aber besser als Duraludon. Dragoran! Oh ja, den fühle ich. Mm. Unser Fistbander. Finde ich cool, schönes Artwork. Sehr cool, ja? Ja. Sehe ich ähnlich. Das wow. Okay. Liebe, ne? Da habe ich Bock drauf. 100% Liebe, das Ding. Ich merke schon, das wird mein Set. Wie es auf der Wolke liegt und einfach chillt. Wenn jetzt Pokémon nicht verkackt hätte und Chlorag Drache ist, weil es Drache ist, wäre das perfekte Set für mich. Chlorag ist kein Drache. Sei, aber das, weil Pokémon das verkackt hat, nur meiner Meinung. Naja, weil Pokémon das von Anfang an wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es einfach so in der ersten Gen, war es war Feuer Pokémon fertig. Ich meine, Dragoran war ja auch normal. Genau. Wie sie so einen Feuerflug draus gemacht haben und nicht Feuerdrache oder so. Man egal. Weiß es nicht. Wir gehen weiter. Oh ja. Ray. Unser Ray. Cooles Ding. Das sieht auch geil aus. Das wird auch fantastisch. Fantastisch. Komm, klick it. Oh ja. Alternativ Ray. Der Alternativ Rayquaza ist wirklich schön. Mhm. Oh wow. Okay, do it. Alternativ Ray. Dann haben wir hier wieder die paar Trainer, wie immer. Ich meine, sind okay. Die finde ich tatsächlich die beste. Ja. Hat irgendwie was. Dann kommen wir zu der VMAX in Rainbow. Da haben wir einmal das Tromborg. Das wird nicht so gut. Mhm. Dann haben wir unser Gyarados, das sieht halt schon geil aus. In Normal schon ziemlich geil aus. Und in Rainbow finde ich es halt noch ein Ticken schöner und cooler. Bin gespannt, wie es sich in der Hand anfühlt. Mhm. Rayquaza. Das wird ein geiles Set. Boah. Und jetzt scheppert es halt, also meiner Meinung nach. Jetzt kommt das für mich schönste Artwork irgendwie in dem ganzen Ding. Das hat irgendwie so... Also hat Rayquaza zwei alternative Artworks. Ja. Ja, also das ist, ich finde das ja, weil es so Shenlong-mäßig aussieht. Ja, weil so, genau.
Oder ja, aus, wie heißt dieser Film so, wo die Susu auch dabei ist? Caesar, ne, Susu, Caesar. Ah, ja. Da, ne? Caesar. Caesar? Susa, Caesar? Ja. Sasa? Ne. Da heißt noch irgendwas mit Raya. Raya und die Drachen, der Disney-Film. Genau, richtig. Ja. Und so ähnlich, ne, wie sie am Schluss wieder durch die Lüfte fliehen. Also es halt, gefällt mir sehr gut. Sisu heißt so richtig. Nice! Das wird ein geiles Set, Alter. Finde ich mega. Jetzt kommen wir zu den... Ja gut, das ist halt dasselbe wie immer, ja. Dasselbe wie immer. Trainer halt noch. Das ist halt, warum sie Frost Deje genommen haben, kapiere ich nicht. Nee. Verstehe ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist okay. Nee, passt gut, nicht. Nee, hast recht. Do it weiter. Eigentlich nicht. Das könnte genauso gut, ach einfach, was ist im letzten Set kommen, was cool war, Pokémon? Keine Ahnung, irgendwas anderes. Da haben wir hier einen Superfänger, oder was auch immer das ist. Nein, es ist kein Superfänger, es ist irgendein Piu, Piu, Piu. Und das Stadion. Gut, das Stadion ist halt wieder geil, ne? Da lebt quasi Ray Ray. Was für eine Energie ist dabei in dem Set in Gold? Was würdest du denn sagen? Hoffentlich mal Psycho-Energie, aber was kannst du sagen? Nee, Psycho ist es nicht. Ich würde Gold die Psycho-Energie, ja gut, dann ist es... Man kann es auf der Karte schon mehr oder weniger erahnen. Weil das Symbol Emo abgebildet ist. Ich mache aber weiter. Ja. Wo ist das Symbol abgebildet gewesen? Da. Bestimmt bezogen. Ach komm, ey, ja. Gut, aber die finde ich auch geil. Ja. Gold Elektro, ne? Ein goldener Elektro. Also passt, warum sie das gewählt haben, kann ich, das ist relativ schnell erklärt. Ray braucht Feuer- und Elektroenergie. Und das ist so das Signature-Pokémon von dem Set. Goldene Feuerenergie passt halt nicht zu dem Bild vorher. Mit dem Elektro, mit dem Berg. Ja, ja, kapiert. Und Duraludon ist halt ein Metallhaus, Gebäude, Hochhaus, whatever, deswegen die Metallenergie. Nice! Ja, das sind unsere super, ultra, perfekt, mega Rares aus Skyscraping Perfect und Blue Sky Stream, die wir zu Drachenwandel bekommen werden. Nice. Ich glaube, nur um gleich mal viele Fragen zu beantworten, ich glaube nicht, dass wir das Zeug auf Japanisch kriegen aktuell, weil wir mitten im Umbau stecken und wir dafür, glaube ich, im Moment ein bisschen... Danach werdet ihr alles auf Japanisch immer bekommen, was geht, da werden wir viel mehr Augenmerk drauf haben. Ich denke aber, jetzt braucht erstmal der neue Laden ganz viel Liebe und ganz viel Energie und ja. Gut. Aber denkt dran, es ist sowieso schon bald Dreamies. Einen Monat noch, dann haben wir dann das. Dann geht's ab und jetzt können wir schon eine neue Lade. Piu, 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 piu. Gut, wir hoffen, wir konnten euch informieren. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Es war nicht zu lang, aber bei so viel geile Karte muss man einfach ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir sind raus, wir drehen weiter und ihr schaltet aus und es geht ganz genau so ist es. Ab. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, genau, wie der heißt. Der Daniel informiert. Ciao. Tschüss.